Ja, hallo liebe Freunde von Mühlenburg News. Hier sind wir wieder, sozusagen Teil 2. Und es geht um die Amelie. Amelie ist 4 Jahre alt und hat ein ganz, ganz großes Problem, und zwar die Dunkelheit. Die Amelie hat eine Krankheit, die sie, wenn man sie nicht therapiert, in 5 bis 6 Jahren erblinden lässt. Das heißt, sie wird ewig in der Dunkelheit leben. Und als ich das gehört habe und ich gefragt wurde, Mensch, Massimo, kannst du? Ja, ich kann, ich will, ich werde das tun, und zwar wir werden helfen. Zusammen mit dem Schlatze und mit Michael und alle die bei Harz und Herzlich in Karlsruhe waren, haben sich bereit erklärt, der Amelie zu helfen. Wie können wir helfen? Wir können helfen mit Spenden. Ja, also bitte, 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 und das ist ganz ernst gemeint, bitte spendet für Amelie. Sie hat eine Therapie hinter sich, sie braucht 6 bis 7 Therapien. Eine Therapie kostet 7.000 Euro, 7.000 Euro. Diese Therapie kann sie leider nur in Berlin durchführen, also das heißt, sie muss jedes Mal nach Berlin gebracht werden von den Eltern, ist schon schwer genug. Was soll ich euch jetzt noch sagen? Wir werden verschiedene Veranstaltungen haben im Jahre 2025, zusammen mit Schlatze, zusammen mit Michael, zusammen mit den ganzen Benz-Baracklern. Da freue ich mich drauf. Ja. Und was mich ganz arg freut, sie haben sofort zugesagt. Ich habe gefragt und ja, wir machen mit. Und es geht los am 26.01.25 im Jungstillingssaal, in der Sedanstraße, im Gemeindezentrum, ja, Jungstillingssaal, Karl-Friedrichs-Gemeinde. Da geht's los mit Enzo. Der Bürgerverein hat einen Neujahrsempfang, und dieser Neujahrsempfang, da wird Enzo, unser Poptenor, 45 Minuten Konzert geben, zusammen mit Benjamin, dem Pianisten. Lieber Benjamin, verzeih mir, ich kenne deinen Nachnamen nicht, deshalb, aber wir sind eh per Du, also ist es nicht so schlimm. Auf jeden Fall wird Benjamin und Enzo 45 Minuten lang am Neujahrsempfang singen, und wir werden dort sammeln bis zum Gehtnimmer. Der Eintritt ist frei. Liebe Leute, kommt zu uns, kommt in den Jungstillingssaal am 26.01. Solltet ihr jetzt das Datum nicht verstanden haben, es gibt einen Knopf bei YouTube. Drücken, stoppen, zurück, wieder Start, und dann könnt ihr das Datum wieder anhören. Ja, also nicht sagen, ihr habt das Datum nicht verstanden. Lieber Michael, lieber Schlatze, ich denke, ja, du darfst natürlich was sagen. Ja, ich bin ja froh. Nein, ich wollte nur mal ganz kurz was sagen. Ich bin ja auch, wenn Rainer Scharinger in Friends, und ich weiß, er sieht es wahrscheinlich, weil ich werde das dann auch nachher verlinken. Lieber Rainer, eine ganz, ganz große Bitte an dich von dieser Stelle schon mal aus. Vielleicht ist es dir möglich, mit deinen Mannen, mit deinen ganzen Männern vom KSC und so weiter, vielleicht könnt ihr ein Benefizspiel, das ihr wahrscheinlich wieder austragen wird, vielleicht auch mal für Amelie machen. Das wäre zum Beispiel ein Vorschlag. Es ging auch schon an, ich habe auch schon Anfragen gestellt an Radio Regenbogen, Kinder unterm Regenbogen, habe jetzt noch keine Meldung, auch bei RTL, Kinder mit Herz und so weiter, mal gucken, ob da was kommt. Also ich bitte euch wirklich, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was kann man denn machen, wie kann man dem Kind helfen durch irgendeine Veranstaltung, ist jemand von euch da, der einen Sänger kennt oder sonst irgendwie was, wo man mit einbauen könnte bei uns, jederzeit gerne, wendet euch entweder an den Michael, an mich, ich bin in TikTok, ich bin in Facebook, ich bin in Instagram, genauso wie der Massimo, also Ansprechpartner genug, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, bitte schickt sie uns, schreibt sie uns, wir sind dankbar, vielen Dank. Dasselbe wollte jetzt der Michael auch sagen, ja. Das weiß ich. Ja. Nein, Spaß beiseite. Wirklich, es ist uns sehr, sehr ernst. Es darf nicht sein, dass ein 4-jähriges Mädchen wegen dem Geld, Leute, wegen Geld, ja, erblinden muss. Lasst es euch mal durch den Kopf gehen. 7.000 Euro. Es gibt doch bestimmt in Deutschland ein paar Ärzte, die sagen, mein Gott, man muss dem Mädchen helfen. Also, liebe Ärzte in Deutschland, ja,
7.000 Euro. Vielleicht ist doch jemand dabei, der sagt, Mensch Leute, komm, wir sammeln. Da gibt es doch diese Ärzte, hilf mir, wie heißt es? Ärzte ohne Grenzen, ja. Ärzte ohne Grenzen, ihr gebt, was weiß ich, in die ganze Welt. Dann kommt doch mal nach Karlsruhe. 7.000 Euro für eine Therapie ist Wahnsinn. Wahnsinn. Ich weiß, ich reg mich jetzt auf, aber das kann nicht sein. Also, Amelie, wir helfen dir. Liebe Eltern von Amelie, wir helfen euch, ja, und ihr werdet sehen, wir bekommen das Geld und noch mehr Geld zusammen. Das verspreche ich euch. Und wenn ich einen Marathon laufen muss. Okay, also. So, Sommer haben wir das. So, und jetzt schwätze Karlsruherisch. Es ist mir gerade egal, ob ihr jetzt geschrien habt oder nicht, ja, weil es richtig war, verdammt nochmal. So, also, liebe Freunde von den Milburg News, vielen Dank an euch, vielen Dank an alle, die uns helfen. Das war jetzt das Finale. Ich bedanke mich, ich sage tschüss, tschüss, ciao, ciao, bye, bye. Beate drückt das Knöpfchen, wir gehen essen.